Chucky, die Mörderpuppe, ist eine Kultikone des amerikanischen Horrorkinos, die in insgesamt 5 Filmen für Angst und Schrecken gesorgt hat. Die Teile 2 und 3 der Reihe wurden in Deutschland von Universal Pictures bereits auf DVD im limitierten Steelbook veröffentlicht. Jetzt feiern beide Filme ihre High Definition Premiere auf Blu-ray und auch die wird im Steelbook ausgeliefert. Im heutigen Video möchte ich euch das deutsche limitierte Blu-ray Steelbook von Chucky 2 zeigen. Das Frontcover-Motiv des Chucky 2 Steelbooks entspricht in etwa dem, was bereits für das DVD-Steelbook verwendet wurde, allerdings mit einigen Anpassungen. So ist der Filmtitel jetzt unterhalb und nicht oberhalb des Bildes zu sehen und generell wurde das Bild von Chucky und dem Jack in the Box für das Blu-ray-Steelbook komplett überarbeitet. Auf DVD war noch das komplette Motiv halbdurchlässig und zeigte den metallischen Schimmer. Bei dem Blu-ray-Steelbook hat man das etwas überdacht und nur die Teile des Bildes, die tatsächlich aus Metall sind, auch mit diesem Schimmer unterlegt. Das sind die Kiste des Jack in the Box, die metallische Spirale und die Schere. Meiner Meinung nach eine gute Idee, aber auch eine, die letztendlich dafür sorgt, dass nur ein relativ geringer Teil des Frontcovers den metallischen Steelbook-Schimmer sich wirklich zu Nutzen machen kann. Das Backcover des Steelbooks wurde ebenfalls relativ simpel gestaltet und wird von der Farbe Schwarz dominiert. Man sieht ein weiteres Bild von Chucky, einige Bilder aus dem Film, kann die Inhaltsangabe, Creditinformationen und technischen Details zur Blu-ray nachlesen. Die wurden nicht auf ein Blatt Papier gedruckt, sondern direkt auf Steelbook. Eine wahre Enttäuschung ist für mich ehrlich gesagt das Innenleben des Steelbooks aus dem einfachen Grund, dass es keines gibt. Das Innendesign ist nicht vorhanden, es gibt kein Booklet oder sonstige Flyer, die sich im Steelbook befinden und auch das Disc-Design der Blu-ray an sich ist relativ simpel gehalten. Insgesamt ist das deutsche Blu-ray-Steelbook von Chucky 2 ehrlich gesagt nicht wirklich mein Fall. Das Design hat mir bereits beim DVD-Steelbook nicht wirklich zugesagt, weil ich das Frontcover-Motiv einfach relativ schlicht fand. Auf der Blu-ray wurde es zwar für Steelbook meiner Meinung nach etwas besser aufbereitet, was allerdings nichts daran ändert, dass ich es eher unspannend finde. Dass das Backcover-Design ebenfalls in dieselbe Kerbe schlägt und es gar kein Innendesign gibt, bestätigt mich nur darin zu sagen, dass das kein wirklich hervorragendes, optisch gelungenes Steelbook ist. Es ist auf 6000 Stück limitiert, was meiner Meinung nach für einen Film wie Chucky 2 auch nicht wahnsinnig wenig ist, sodass es relativ unwahrscheinlich ist, dass es schnell vergriffen ist und womöglich gibt es in Kürze außerdem auch eine Amray-Neuauflage und die ist dann für all diejenigen wahrscheinlich die bessere Wahl, die den Film nicht unbedingt im Steelbook haben müssen.